Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Ja, letzte Folge waren wir ja in Lüdenscheid direkt auf der großen Karte. Dieses Mal nehmen wir uns den kleinen Bezirk an, Linzing. Und weißt du, was ich mich gerade frage? Kann es vielleicht sein, dass es dann immer noch eine dritte Karte gibt namens Brandstedt? Hast du nicht letzte Folge doch schon was gesagt? Diese Karte gibt es, die kann man jedoch nicht bespielen, sondern da sind nur externe Wachen drauf platziert. Ah, okay. Hättest du mir letzte Folge zuhören müssen? Ja, ganz schwierig. Genau. Ja, So, wir was haben. wir hier vorfinden, ist eine standardgroße, fiktive Karte, auch im NRW-Setting. Und hier die Besonderheiten sind, dass wir ein dichtes Stadtgebiet haben, Industriegebäude, einen Einsatzleitwagen 2. Also ich bin sehr gespannt, was davon dann die Features sein werden, so wie den GWL2. Das ist Löschflugzeug, ein Gerätewagen Löschflugzeug, Logistik, glaube. Löschflugzeug, Und Löschflugzeug. viele freiwillige Feuerwehren mit Sirenenalarmierung. Also hier wird es wahrscheinlich weniger Berufsfeuerwehr geben und mehr, Noch weniger. ja, freiwillige Feuerwehr. Wir drücken aufs Spiel starten. Genau. Oh, das sind Ja, weniger die Wachen. Karte ist auf jeden Fall übersichtlicher als die letzte Karte. Die erinnert mich so ein bisschen an Berlin. Meister? Ja, so ein bisschen. Also oben links dann halt noch so dieses Stranddings und rechts dann so eine Insel. Oder Naja. Hamburg? Ist das nicht? Ach, egal. Keine Ahnung. Luftrettung. Okay, wir haben Luftrettung immerhin. Genau, wir machen das übrigens wieder so. Wir teilen uns jetzt die Einsatzkräfte hier auf der Karte. Und mit dieser Aufteilung werden wir dann in den nächsten Folgen eigentlich immer arbeiten, ne? Außer wir geben euch Bescheid, dass wir irgendwas daran geändert haben, ne? Also auf der letzten Map, das, was wir da in der letzten Folge ausgewählt haben. So, ich glaube, in der gleichen oder fast in der gleichen Form müssten wir es weitermachen. Wir haben es dann nochmal versucht nachzuempfinden, wenn wir uns nicht ganz gemerkt hatten, ne? Und ich hoffe, wir haben das richtig gemacht. So, wie teilen wir auf? Ich würde es einfach mal umdrehen, dass du hier die Hauptwache nimmst und ich jetzt und die beispielsweise das ganze TEC. Ich würde mir dafür das Polizeipräsidium und das Spezialeinsatzkommando schnappen und Nehme ich den einfach. Bahnhof? Dann nehme ich einfach nochmal den Löschzug Bredensen. Bredensen und Lünzing Süd. Dann nimmst du noch die 11. Unten Ja, rechts. nehme ich die 11. Was machen wir dann im Chemiepark? Ich mache. Chemiepark hast du auf der anderen Map, also Jo, würde dann ich machen wir das das. diesmal hier nehmen. Luftrettung hast du, glaube ich. Dann nehme ich die. Nee, dann nehme ich Machst. die. Achso, dann mach du die Luftrettung. Die externen Kräfte und Spezialkräfte der Feuerwehr. Habe ich keine Ahnung. Bist du. Würde ich dir überlassen? Okay. Na, wo. Ja. Dann mach du noch das PTC und das SEG und auch den Löschzug West. Und du machst dann noch Sollenau. Jo, okay. Ja, gehen wir rein. Oh, nur 114 Fahrzeuge. Ah, Ja, die nicht Map ist ganz so viel auf kleiner. der letzten Map. Okay, es sind 7 weniger. So, dritter Versuch. Eine Bist Person ja ist zweimal zusammengebrochen. abgeschmiert. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Das ist meins. Jo, Achtung, den mach du typischer es. Diebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und Wird erledigt. abtransportieren. Schön auf der Straße, wo alle langfahren. Das ist direkt Dieser hier am Person hat sich das Bahnhof bei Gebiet mir. verlassen. Sofort aufhalten. So, was wir uns dann gesagt hatten in dem Aufnahmeversuch, als es gerade abgeschmiert ist, ist nämlich, dass das Ganze hier eine die recycelte Wuppertal-Map ist tatsächlich. Also ist Also, die Wuppertal-Map nur ein bisschen modifiziert tatsächlich. man sieht das ganz gut hier an dieser Trasse. Also, hier hatten wir ja auch schon einige Einsätze. Hier waren wir auch schon viel. Und dann ist halt hier sozusagen der Park. Hier ist das Kino. Also, es sind nicht alles original. Also, wie ihr fällt auf der Wuppertal. Hier die Wache zum Beispiel ist halt eine komplett neue. Ja, aber es sind halt Ähnlichkeiten. Sagen wir es mal so. Das Krankenhaus ist ja auch komplett neu. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es noch die gleiche Karte. Alkoholintoxikation machst du, ne? Diebstahl ist auf jeden Fall vorbei. Ach, Alkoholintox, ja, den okay. nehme ich. Diebstahl abgeschlossen. Die hat einen sehr interessanten Sound, der RTW. Ja, jawohl. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht.
Es stürzt zwar gelegentlich ab, aber dann hat das halt wirklich meistens einen Grund. Also es stürzt es nicht einfach so ab, sondern wenn dann liegt es auch daran, dass du gerade zwei Löschzüge komplett rückalarmierst. Also das haben wir halt Aber hier es noch wirkt nicht auf das mich auf jeden Problem. Fall stabiler als Wuppertal, weil die Abstürze, die wir bisher hatten, die waren in der Regel entweder damit verbunden, dass bei Emergency mit den Servern irgendwas nicht richtig war, oder es bei uns am Internet lag. Ja, genau. Aber es Also am ist. Spiel, also welche, die man direkt aufs Spiel zurückführen kann, haben wir noch bisher noch nicht gehabt. Jo. Also, wie gesagt, das ist eigentlich auch ziemlich cool. Also, die Fahrzeuge, die sehen halt auch alle wieder gut aus. Du hast. Ja, es ist einfach schön. So. Es sind Die so viele Map ist halt. Kleinigkeiten und neue Sachen, die dazugekommen sind, auch noch, die Stimmt. einfach Wuppertal jetzt noch besser gemacht haben, halt eben zu Linzing. Zu Lüdenscheid. Und Linzing, ja. Und Linzing. Gut, So. meine Alkoholintox ist auch Drei. Wie durch. ist deine Arbeit? Bei mir ist er angekommen. Ich generiere mal einen neuen Einsatzer. Das Ja, ist jetzt gerade nicht so ist gerade ein bisschen spannend. langweilig. Genau, hier wird versorgt. Da geht der raus und versorgt Achtung, schon. Taschendiebstahl. Oh, schon Eine wieder Person wurde Diebstahl. bestohlen. Deiner. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. So. Ich merke Der Täter schon. versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Das meine ich mit Kleinigkeiten, ja? So der Lodatz, der rennt halt nicht zum RTW mit dem Koffer in der Hand. Nein, er geht erst zum NEF, bringt dort den Koffer weg und geht dann erst zum RTW. In Ordnung. Das sind halt diese Kleinigkeiten. Also, es ist. Die jetzt nicht ansatzweise essentiell sind, aber einfach noch ein bisschen extra Realität reinbringen und es einfach schöner machen. Dadurch. Guck mal, da kommt ein Streifenwagen vorbei. Naja. Oh. Hey, Stellen Sie ihn in Hauptwache. allgemeine Intox. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Also du kannst es machen oder ich mach's halt. Ist halt ist Wo ein ist denn Stückchen das? Ich sehe näher es an der gerade Hauptwache nicht, weil ich dran. mache gerade die Verhaftung von dem Typen. Das ist ein bisschen näher an der Hauptwache dran als an der Wache 13. Dann mache ich's. Und da ich nicht Okay. weiß, mit was der die Person vergiftet ist. Sie sitzt noch. Sie liegt noch Ja, nicht. also ich weiß nicht, womit sie vergiftet ist, deswegen hole ich einfach noch einen Notarzt für den Fall der Fälle mit dazu. Jo. Gut, Diebstahl ist abgearbeitet. Nice. Die Krise ist auch durch. Okay, ich war gerade verwundert. Weil bei einem RTW scheint der Einsatzübersicht mich gerade dran bedingt verfügbar. Und jetzt ist er bereit über Funk. Und ich denke mal, bedingt verfügbar, weil das war auch violett gefärbt, bedeutet wahrscheinlich gerade auf Transport. Also dass der wahrscheinlich dann immer noch verfügbar wäre, dass du den immer noch sagen kannst, ja, fahr mal zum Einsatz, aber der erst dorthin fahren würde, wenn er den Patienten abgeliefert hat. Also FMS7. Ja. Aber cool ist, Verkehr weil sucht. FMS7-Fahrzeug Ja, auch was zu anscheinend alarmieren tun? kann. Retten Sie die Fahrer aus den Unfallfahrzeugen, versorgen Sie alle VU-LKW. Opfer und An der schleppen Sie Wache 10. Die war doch deine, ne? Jo, die ist meine. Dann Einverstanden. überlasse ich dir das Jawohl. Ganze Dieb ist und versorgt und du gibst abtransportiert Bescheid, wenn du was worden. brauchst. Krankentransport habe ich. Sofort. Und die Alkoholintox. Ich Bist höre du eine mit der Sirene. Wache. Willst du mit der Wache 11 machen oder soll ich die mit Wache 1 machen, die Alkoholintox? Och, Alter, was trinken die denn alle hier so viel? Naja, alles Säufer. Ich Ja, mach's noch mit Wache 1 bei mir. okay. Na, ich hätte bei Wache 13 auch noch was zu tun. Also, Naja. ich hätte bei Wache 1 auch noch RTW 1 und 2 und Neff. Ich hätte Dann nichts zu tun. mach du einfach den VU und ich mach die drei Rettungsdiensteinsätze einfach. Okay. Fertig. Aber jetzt hört man hier auch im ganzen Bezirk die Sirene. Die kann man übrigens, die Sirene kann man abbrechen bzw. ausmachen, indem man einmal Escape drückt. Weil es sich mal interessiert. Weil es einem zu nervig wird. Gibt einen Krankentransport am Krankenhaus. Ja, Willst du den machen? da fährt schon KTW hin. Ach Übrigens, mein zweiter so. KTW ist jetzt auch einsatzbereit. Aber der ist tatsächlich nur temporär einsatzbereit. Finde ich aber auch schön, weil in der Realität gibt es das ja auch, dass einzelne Fahrzeuge nur temporär besetzt sind. In Ordnung. Also keine Ahnung, dass die halt eben einfach nur 12 Stunden oder so besetzt sind am Tag. Ja, irgendwann müssen wir das mit der Atemschutzlogik nochmal machen, aber bis zu dem Punkt würde ich sagen, erstmal sagen, wir machen da jetzt nicht so viel. Das ist richtig. Das müssen wir uns irgendwann mal in Ruhe noch anschauen, ehe wir das euch hier
zeigen. Und das wird man am Anfang jetzt erstmal weglassen. Da schauen wir uns mal ganz in Ruhe das an, wie das geht, bevor wir uns hier im Let's Play komplett planieren für euch. Und auch gerade sehe das Krankenhaus hier halt auch eine BMZ, ne? Das klingt witzig. Am besten auch schön mit Krankenhausevakuierung und allem möglichen. Oh, nein, bitte nicht. Gar nicht erst erwähnen. Sonst trigger ich's nur, ne? Naja. So, mit Alkoholintox ist der Rettungswagen auch da. So, Krankentransport, der läuft von alleine. Jetzt haben wir nur noch die Alkoholintox. Es gibt einfach eine begrenzte Anzahl. Es hat nur das HLF, das hat eine Rettungsschere. Mehr gibt's hier nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Oh, stimmt ja auch. So, ja, stimmt wohl, aber ist doof. Wenn du so ein Feuerwehrfahrzeug mal anschaust, da sind doch nicht mehr Rettungsscheren drauf. Warum sollten auch? Wir könnten einfach mal so zum Anschauen mal die Luftrettung benutzen. Was heißt denn davon? Ja, da musst du aber auch die Polizei rufen, weil Polizei muss einen Landeplatz definieren. Du, dann hole ich mir einfach nochmal eine Streife. Es gibt übrigens auch Zivilstreifen, ganz interessant. Dann hole ich mir einfach mal eine, dann mache ich das hier einfach mal. Warte mal, ist es schlimm, wenn das HLF wegfährt, obwohl die Rettungsschere noch benutzt wird? Oh, wie viel langweiliger RD-Quatsch will noch kommen heute? Naja, das ist halt schick. Die... Ich ist auch an meiner Wache. Was geht's? Okay. Nur, dass also jetzt sind alle RTWs von meiner Hauptwache irgendwie unterwegs. Okay. Egal, ob am Einsatzort, zum Einsatzort oder vom Einsatzort gerade wieder zurück. So, IRTH. Gucken wir mal hier. Wo können wir den denn mal platzieren? Hier im Park nicht, hier auf der Straße nicht. Boah, braucht ja viel Platz, ey. Ja, klar. Hier auf der Kreuzung ginge das. Ey, du hast doch einen Parkplatz daneben an. Ah, ne, Quark, der ist bei meinem Spannungspneumathorax. Ja, hier ist der Landeplatz definiert. Verstanden. Junge, jetzt hat sich hier einfach so ein Typ mit Anhänger dahingestellt. Okay, also man kann wirklich nur an dieser Stelle dann auch. Man kann nicht dem RTH sagen, er soll woanders landen. Er sucht sich jetzt ganz genau die Stelle, dreht sich im Kreis, bis er die Stelle gefunden hat und dann geht er erst runter. Was? Ich meine, der RTH, der ist völlig überbewertet an sich, aber... Aber schon irgendwie realitätsnah, ne? Das wird ja auch gerade so spannend wie bei mir. Ja, es ist voll spannend, also... Bin wirklich begeistert davon. Ich habe einen gebrochenen Arm und einen Krankentransport, also es gibt nichts Spannenderes in meinen Augen. Weißt du, was ich aber auch gut finde? Was? Dass die Rettungswagen und Krankentransportwagen ihre Türen offen lassen, wenn die Trage draußen ist und noch perfekt reingucken kannst und da drin noch alles schön ausmodelliert ist in den Wagen, ne? Gut, Krankentransport ist auch durch. Gebrochener Arm wird auch abtransportiert. Rettungshubschrauber fliegt nach Hause. Also ich habe ja jetzt keinen Einsatz mehr. Ich auch nicht. Ja, gehen wir mal mit der Einsatzstufe hoch, oder? Ja. Vielleicht bringt das ja was. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Ja! Oh, wie originell! Willst du machen oder soll ich? Es ist neben meiner Wache. Hey, es gibt sogar ein Landefeld für den Hubschrauber. Hm. Cool. Ich habe das Gefühl, dass der Rettungsdienst sich von mir auch ein bisschen verarscht vorkommen muss, dass die Artemis die ganze Zeit davon nur hin und her fahren müssen. Junge! Ja, das darfst du machen, das ist näher bei dir. Also es scheint mir schon ein bisschen sehr viel Rettungsdienst für meine Hauptrettungswache zumindest. TH3. Oh. Aber kein Chemie, oder? Doch. Och, hat er gesagt Chemie-Brain. Personen dekontaminieren, doch. Feuerwehr. Haben wir hier... Achtung, mindestens ein Unfallfahrzeug brennt. Ich habe einen Abrollbehälter-Dekon in der Hauptwache. Okay.
Ich alarmiere einen Löschzug aus der Hauptwache mit Gerätewagen, Atemschutz, ABD-Con und Wechsellader. Also die, eigentlich fast meine gesamte Wache 1 rückt aus. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Okay, sag einfach mal, was du brauchst. So, Feuerwehr habe ich mich drum gekümmert. Rettungsdienst benötige ich, da ist meine Rettungswache gerade ausgelastet in der Wache 1. Gebrochenes Bein Ja. mache ich dann also. Aus der Wache 13 hole ich das. Ja. Also ich hätte gern, hast du dreimal RTWs zu stellen? Dreimal RTW. Für den TH3. Jo. Oder ich hole den GRTW. Aber da gibt es nicht genug Personal. Ich platziere meinen Rettungsdienst auf der Brücke, auf der Kreuzung, ja? Ja, die Kreuzung ist doch frei. Aktuell. Warum kommt der Wechsellader ohne Abrollbehälter an? Weil der zu der Wache, einer bestimmten Wache fährt, keine Ahnung. Nee, der Abrollbehälter war in derselben Wache. Und der steht jetzt einfach nur hier am Einsatzort. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich hätte nur den Abrollbehälter alarmieren sollen, nicht den Wechsellader an sich Das noch. ist eine Idee, ja. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend Das ist muss sie Wache 11, versorgt das musst und du machen. abtransportiert werden. Hörer, zu Befehl. Die Vergiftung? Ist in Arbeit. Bin bereit. So, meine Feuerwehr Erwarte ist Befehle. jetzt zu Teilen Bin bereit, ist da. klar. Du musst ein bisschen Achtung! aufpassen, weil die stehen Wir schon müssen so relativ nah schnell wie dran. möglich alle Unfallopfer retten und notärztlich versorgen. Sie könnten Ja, sonst an ist Ihren korrekt. Verletzungen Ich sterben. lasse es wieder einschreiben. Ja? Zu Naja, Befehl. oder zumindest halt ein Stück weiter weg. Ich meine, Ja, die sind halt die außerhalb können ja von eh nichts Radius. machen aktuell. Nee, warte mal, die müssen, wenn dann. Die können auch alle Atemschutz. Könnt ihr das nicht Was anziehen? gibt's? Dass sie dann Sofort. Nee, dieses die haben nur AB. Atemschutzausrüstung. Was gibt's? Die hier. Und Höre. ihr? Ah. Verstanden. Sofort. Ihr habt auch nur Was gibt's? Atemschutzausrüstung. Sofort. In Ordnung. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe AB Warte. Atemschutz, AB ELW, Ich hole noch meinen LF. Halt Ich hole noch das LF, weil das hat er nämlich im letzten auch noch Sofort. sowas immer weggeschmissen hatten, weil dann das Spiel abgestürzt ja ist. Da hatten wir das. Also da hatte ich die Möglichkeit, auch sonstige Schutzausrüstung auszuwählen. So, wir haben jetzt bereits 5 Personen. Die Überdosis ist gerade gescheitert. Auch wenn die schon auf dem Weg nach Hause waren. Ja, so lange Was gebraucht gibt's? wahrscheinlich, ne? Ja. Das war das Eine Oberste. Industrieanlage Freut ist in Brand ihr mich jetzt geraten. verarscht? Giftige Chemikalien treten aus. Es besteht höchste Wieso schön, Kontaminationsgefahr. dass du das WLF da mitten Löschen in die Sie Mitte alle gepackt hast? Brände. Ich hab den Reinigen Sie alle kontaminierten Personen. Ah! Wenn nötig, versorgen Sie alle verletzten Was Opfer machst du? und transportieren Sie Ja. beschädigte Fahrzeuge ab. Industriebrandchemie braucht Dekon und TH3 braucht auch Dekon.